Deshalb bin ich hier hingerannt. Ich glaube, ich... Ja, Holz habe ich noch genug. 1, 2, 3 brauchen wir dafür. 2 brauchen wir. Das heißt, weil wir 3 Bücher machen müssen, brauchen wir einiges. So. Wir brauchen 3 Bücher, 2 sind 6. So. 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 Ja, ich weiß, was ich holen wollte. Ich wollte Reed holen, damit ich mir Papier machen kann. Mein Gott. Alle, jupp. Ah ja, und einige Fische haben sich hier schon hier versammelt. So wie ein Squid, ein Neon-Tatar, sogar ein Rawfish. Also hier wird einiges irgendwie jetzt zurzeit gefischt. Keine Ahnung wieso. Und davor nichts. Aber ich glaube, das Becken ist halt so groß, ne? Aber ich kann irgendwie immer noch nichts mit denen anfangen. Höchstens einschmelzen in diesem Bett, was wir da haben. In diesem Ding da ein reingeben und ich glaube mit einer Hitze unten drunter, das heißt, wenn wir da eine Fackel hingeben, reicht das, glaube ich. Und dann könnte man, habe ich nicht sogar noch eine Pick, eine Axt dabei. So, wenn wir unten drunter, so. Normalerweise so, dann könnte man zum Beispiel da das dann jetzt machen. So. So. Read, was wir haben, ein bisschen Papier. 1, 2, 3. 3 Bücher brauchen wir. Pop. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen davon, genau. Sup, sup und sup. Und die 3 Bücher hier. So. Bookshelf und das. So. Bom. Damit haben wir schon mal die erste Sache. Und ein Sacrificial Orb. Genau, Rezept. Wie machen wir den? Mit Glas, Gold und Iron. Okay, 5 Glas. Das geht doch noch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. So, es geht, glaube ich, schneller. So, mit Nomicon. The Patch. It's a strange creature. Wie das hier so dazwischen ist, so gefunkelt. Aber das meiste, was hier ist, bringt uns ja eigentlich gar nichts. Das ist ja das Problem, ne? Mal, haben wir überhaupt diese komischen Charts oder so? Wo können denn die Charts herkommen? Magic Bees. Okay, wenn wir einen Sandstone Slab hauen. Hä? Okay, wie machen wir das hier? Nehmen wir Eis hauen. Sehr komisch. Wow, wie viel Iron wir plötzlich hier drin haben, ne? So. Das heißt, wir müssten einen Hammer haben und ganze Zeit auf Sandstone Slabs hauen. Und dann hätten wir vielleicht eine Wahrscheinlichkeit Glück, dass wir da was rausbekommen. Deshalb habe ich hier überall ein bisschen Papier, bisschen das, bisschen das. So, wir brauchen ein Gold, ein Iron. Iron und 5-mal Sand. Dann sind wir ja fast schon ein Zauberer. Oder ein Zauberer sind wir ja schon zumindest zum einen Teil da oben. 5-mal Sand. So. Das, das. Ah ja, und ich habe Federn bekommen, weil ich da ein Hühnchen geschlachtet habe. Das war auch noch so nebenher. Ah, da ist dann hier dieses Blood Orb Ding hier. Und hier geht es wohl in diese Soundcraft Richtung. So, noch ein. Können wir das aber schon mal hier so ein bisschen platzieren. So,
Tada! Oh, ein ganz trauriges Gesicht. Rune of Self-Sacrifice oder Rune of Sacrifice? Rune of Sacrifice. Black Swallowtail. Okay, wir haben einen Schmetterling bekommen, aus irgendeinem Grund. Und wir haben einen zweiten Wand bekommen, aus irgendeinem Grund. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Warte mal. A minor lack of infused stones. You may also be wondering how you are supposed to get shards crafting soundcrafts. Luckily enough, what we evil sky overlords thought, you might whine about that and zero kindly made possible. Take a hammer from ex-linear or ex-aquilo and hit blocks to produce shards at any admitted rather small drop rate. The blocks that are hit, obsidian, TNT, ice, grass, sandstone slabs stacked on the top of each other and netherrack. Ah, netherrack ist dann bestimmt Feuer. Das heißt, wir müssen dann. Wenn ich hier sogar nicht. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwo Netherrack gehabt. So. Wenn wir den hier platzieren, haben wir eine kleine Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu produzieren. Wow! Schubst den weiter. Gut gemacht. Wow, echt jetzt. Damit sollen wir dieses Homecrafting machen. Ich glaube, da ist es fast einfacher, schon aus Bienen zu bekommen. So, wir müssen einen Blattaltar machen. Und ich glaube, ein Blattaltar war mit irgendwas mit Diamanten, ne? Ein Furnace, 2 Gold, Clean Stone. Okay, das geht ja noch. Ich glaube, dann gehe ich lieber auf die Opferkunst. Dann opfere ich lieber so welche Hühner oder Tiere. Das Einzige, was ich mir dann noch bauen muss, ist ein Leash. Ah, ist sie schon wieder kaputt. Ey, was ist denn das hier für ein komisches Ding? Benutzt ihr irgendwie immer nur das, was ganz oben ist, oder wie? Ich hab doch eigentlich gesagt, er soll das hier so außen herum benutzen, ne? Ah, so. Ja, man sieht, das ist hier alles automatisch voll geworden. Ist auch schön. Lassen wir die Pickaxe mal hier drin. Genau wie diesen lebendigen Schmetterling, den wir da haben. So, wow! Was war das denn für ein unsichtbares Skelett? Oder hat er sich so gut hinter der Tür da versteckt? Das geht auch. Er hat sich einfach so gut hinter der Tür da versteckt. Ja, wir brauchen einen Diamanten. Hab ich da weggeschmissen? Was habe ich da weggeschmissen? Oder was war das? Ach so! Ach, da ist was runtergefallen. Ich habe mich jetzt so erschreckt. 64! Ja, dann müssen wir mal ein bisschen was ablassen, ne? Dann lasse ich aber das nur so ab, so geht das am schnellsten. Wir brauchen ein Gold und Clean Stone. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Clean Stone. Nämlich, wie viel waren das? 4? 4. Und ein Furnace. Ein Furnace. Und 4. So. Ah, Wingardium Leviosa. Piep. Piep, 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 piep. Klappt nicht, ne? Wer hätte gerade gedacht, dass das klappt würde. Ein Block of Iron. Lecker. Was ist denn das eine hier? Das Sacrificial Orb. Ich mach mal lieber nichts damit. Nachher habe ich den benutzt und darf noch einen neuen herstellen. Da habe ich auch keine Lust dazu. aber es scheint ja sowas wie richtig cooles zu sein. Da muss ich mir genau eine Leash noch bauen. Leash? Ah, da war das doch. Wie heißt die? Ach, Lied. Slime. Haben wir nicht sogar noch einen Slime? Oder hatten wir nicht irgendetwas, was man irgendwie zu Slime machen kann? Nee, ne? Ja. Zept Slime. Propolis. Congealed Green Slime. Ach so, ja. Aber hatten wir nicht irgendwie so einen Slime oder sowas hier? Warte. Nee. Leider nicht. Na gut, man hat ja auch nicht die Wahrscheinlichkeit hier, dass hier irgendwo ein Slime spawnt, den man kaputt macht und dann hier den Slime da ja auch rausbekommt. Ne, wo soll man das denn herbekommen?
Das Einzige hätte man höchstens machen können, man müsste mit Wasser nach unten reiten. Und bevor das da aufhört, da wo das Wasser aufhört, müsste man eine Plattform bauen. Und da könnte man dann eine Droprate von Slimes haben. Das Problem ist nur, dass dann die ganzen Monster, die da unten spawnen, die Monster dann da auch bleiben werden, weil da keine Sonne ist, die die dann kaputt macht. Sieht alles immer so aus wie Gold. Aber ist immer das, was ich nicht als erstes anklicke, immer das einzige eigentlich, was Gold ist. Blutaltar, so. Stellen wir den mal hier auf. So, wir haben den jetzt gebaut. A task with a player needs specific items. Was soll man machen? You will need use a sacrificial orb to siphon 10 hearts worth of life essence in the blood altar. Throw a diamond in the center of the center to create a weak blood orb store essence powering spells riches. Okay. B. Muss ich damit jetzt mich opfern oder was? Aha. Oh! Können wir das auch auf Kühe oder Schafe sowas benutzen? Ja. Oh. Anscheinend nicht. Also wenn ich dann da hinschmeiße, auch nicht, ne? Und so? Auch nicht. Wie viel haben wir denn da schon Blut? Wir brauchen auf jeden Fall, wie heißt das nochmal? Ein Diamant da noch in der Mitte. 16 Stück, cool. Okay. 10 Herzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, 10 haben wir auch nur, ne? Wir sind hört. Ich lasse das zuerst mal draußen. Mach mir 10 Herzen an Schaden. Dass ich da irgendwie, kann ich da irgendwie was sehen oder sowas? Ah, genau, wir brauchen hier so eine Detection Rune oder sowas. Detection Task. Ne? Ja, in Sacrifice Rune in place, you will need to use Magic Spelling, you may die. Genau. Wir haben hier eine Rune of Sacrifice. Kann ich die hier irgendwie auf dich anwenden? Was ist denn diese Rune auch so? Aber man sieht, Hühnchen haben doch nur 2. Das heißt, ich müsste, wenn schon, dann die größeren Tiere dann opfern, ne? Geht weg! Ich will nicht, dass ihr hier von der Rune erwischt werdet. So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann warten wir mal. Weil wie viel brauchen wir dafür eigentlich? Warte mal. Benutzung. Ja. Durchschalten, Nein. Ja, man muss doch dieses Blood Orb Ding da kommen, oder? Da. 2000 Lebenspunkte, okay. Steht aber 10 Herzen, ne? Aber wir haben einmal uns bis 5 runter gemacht, dann heile ich mich und dann nochmal bis 5. Mach ich mal bis 6. Sicher ist sicher, ne? Nicht, dass das sich noch komischerweise da ändert. So, mal gucken, vielleicht wenn wir den Blood Orb haben, dann passt das dann schon. Und nochmal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und weh, das platzt jetzt nicht. Oh. Oh. Okay, da passiert irgendwas. Schnell in Deckung gehen. Wie lange dauert das? Ich hätte da irgendwo eine Zeit. 10 Sekunden, 2 Tage. Tier 1. 2000 Lebenspunkte. Aha. Stores Raw Life Essence. Okay. Also... Hey!
So tut sich da nichts mehr. Ah, habe ich da jetzt jemand veräppelt? Hier steht 10 Herzen. Oh, da war wohl einer zu wenig. Und jetzt? Na, Claim Reward. So. Jetzt machen wir ein Divination. Right-clicking the altar with the sigil will tell you how much life essence is in the altar. Right-clicking anywhere else. Greater power crystal, so. The next tool you will need is your question is the darker powers is the when you right-click on the altar. Ja, ja, ja. Okay, Divination Sigil. Machen wir mal einfach Sigil. Divination Sigil. Wie sieht das denn aus, das da? Ein Blank Slate mit dem Weak Orb und dem Glas. Stein mit Leben. Ein Clean Stone mit Leben, okay. Ich finde das immer noch toll. Die geben einem extra immer Herzen, damit man das nicht aus Versehen da irgendwie so benutzt. Und dann daran krepiert. Okay, machen wir uns mal ein paar von diesen Blank Sigils da, ne? Weil davon braucht man auf jeden Fall immer eine Air Sigil, Reinforced Slate und dann braucht man immer dieses Blank-Ding, also, ne? Machen wir uns mal ein paar Clean Stones. Ja, super. Ist doch schon mal was, ne? Da kommen wir schon mal. Oh, wir haben noch hier so ein Bäckchen. Was ist denn das für einer? Great. Ein Buch. Mit Repair plus 1. Ja, das bringt jetzt leider nicht viel, ne? Wollte ich nicht irgendetwas noch hier abhauen? Irgendwas kaputt hauen? Ah ja, genau, dieses Ding da. Ja. Harvest Level 10. Oh. Ist meine Wooden Pickaxe zu schwach dafür. Weil die hier müssen wir jetzt schaffen eigentlich. Auch nicht! Ja. Gut, dann halt nicht. Muss ich die hier vielleicht reparieren? Dann geht das wohl. Haben wir hier Bronze, da. Zwei Stück. Hopp. Hätte das doch da so lassen sollen. So. Das geht aber, ne? Dann müsste das hier klappen, ja. Und das hier dann auch. Weshalb das hier, ach, wie heißt das nochmal? Tin ist und das andere nicht, werde ich nicht verstehen. So, wir brauchen jetzt diesen Blank-Ding da. So. Normalerweise müssen wir da auch genug. Wie viel will der denn davon haben? So, wir sind Hurt. Ich will nicht weitermachen als Hurt, weil ich glaube, irgendwann mal wird das ein bisschen blöder mit den Status, den wir dann haben. Wie, ist das immer noch nicht genug? Hey, wie viel willst du denn haben da? Okay. Hey! Ich hab dann jemand gesehen, der rausgeplöppelt ist. So, als nächstes machen wir mal Gold. So. Gold einschmelzen. Und dann mal 19. Das heißt, einen müssen wir so abfüllen. Genau. Können wir währenddessen machen. So. Den da und danach noch und dann müsste das eigentlich gut sein. Ja. Wieso klappt das denn nicht? Ey, mein Gott, wie viel wollen die denn von mir Blut haben? Oder habe ich das Falsche reingegeben? Habe ich den anderen Stein reingegeben? Oh nein, erzähl mir nicht, dass ich den Cobblestone da reingegeben habe und da nichts draus geworden ist. Ah. Glaubt mir doch keiner. Ja doch, alle, die das gesehen haben. Die glauben mir wohl. So, schön leckeres Gold da rausfließen.
Ah, leider ist das Problem, wir können hier mit Gold nichts machen. So, wenn wir jetzt hier diesen Divination Sigil machen, brauchen wir auch Glas. Glas. Ich glaube, 7 waren es, genau. So. So. Hey, hier ist aber auch irgendwie was abgezogen geworden. Also kann sein, dass es sich doch hier auffüllt, aber halt nur auffüllt. Das heißt, nach einer Zeit kommt dann sozusagen irgendwas. Oder dann, ja. Das ist. Warte mal, dann habe ich hier das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und geb jetzt ein Clean Stone rein. Das ist ein Stone. Ne, der sieht genauso aus. Aber vielleicht ist das Wichtigste, dass man zuerst mal das richtig da reingibt. Na? Da. Jetzt hat das plötzlich geklappt. Ist das, weil es dunkel ist? Ich habe keine Ahnung. So, 5. Und die 2. Wir haben das von da hinten. Aber wir haben hier keine Langeweile. Also wenn wir jetzt hier diese ganzen Blöcke und sowas alles bearbeiten wollen, ist das immer schön. Und den Weak Orb brauchen wir dazu. Danach müssen wir gucken, dass wir vielleicht Copper und Tin ein bisschen zusammen machen, dass wir Bronze haben. Illuminite müssen wir noch ein bisschen herstellen, da wir jetzt zu viel haben. So, Patsch. So, wir brauchen diesen Weak Orb. Und das hier und wir brauchen das hier. Zack. Perfekt. Claim Rewards. Greater Power Crystal oder Great Lensioning. Machen wir mal den Power. Und ein Leben wieder. Und Great. Swirling Glass. Super. Tschüss. Jetzt haben wir Glas bekommen. Ich hoffe, das kann man für Rezepte benutzen oder sowas. So, was ist der nächste? Blattchemie. Alchemical Chemistry Set. Boah. Alchemical Set allows you to make many useful items such as leather. Oh, it allows you to make some very powerful 8 use potions using a binding agent, a catalyst and an alchemic ingredient such as gas tears. You can make potions that fill your health, protect you from fire and let you fly. Okay, Chemistry Set. Da. Was ist denn hier die... Wir brauchen einen Brewing Stand, Weak Bloodtop und Obsidian. Brewing Stand, ah, wir brauchen eine Blaze Rod. Und wie machen wir die? Das ist ein Raw Blaze Fish. Ja, oder als Drop. Das heißt, wir müssen in den Nether oder wir müssen mit der Angry Doll irgendwas machen. Weil die Angry Doll irgendwie in Lava reingeworfen oder sowas macht das auch. Und Altar Upgrades, Blood Rune. The Blood Altar can be upgraded with different runes to become a Multi-Block Altar. To see all of the ways you can upgrade your altar, you should check the Blood Magic Forum threads. It's a multi-block, it's very in. Okay. For now, so create a Blood Rune to prepare your upgrading altar. A task that the player needs to. Okay, Blood Rune? Wie macht das denn? Da. Aha, Cleanstone. Ah. Also das ist echt auch teuer. Hier müssen wir die ganze Zeit Diamanten reinwerfen. Weil wir... Dieses Weak-Ding bekommen wir ja nicht wieder zurück, ne? Ja. Was ist das denn hier? Average Power Catalyst für die Alchemie. Ich denke, dann werde ich doch mich mehr für die Alchemie da interessieren, als für alles andere, was es hier gibt. Hier. Was ist denn das hier alles? Ja. Golems und sowas alles. Ja, was soll ich denn mit den Golems und so? Die bringen mir doch eh nichts. Ich könnte dann höchstens einen Golem machen, der das hier aufsammelt und da reingibt. Aber so wie ich die Golems kenne, rennen die in die Lava und verbrennen. Da habe ich genauso viel davon, als hätte ich das jetzt... Da habe ich eigentlich mehr davon, dass ich jetzt hier diesen Akkusauger habe in die Richtung. In der Richtung. Ja. Tier 1, Capacity 10.000 und da sind 400 drin. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt einmal opfer, warte mal, wir haben 400 drin. 600 drin, oh, sind also zwei sowas, ne? 1600, ja. Wir brauchen 2000 für ein, für diese Weak Blood Ops da immer. So, einmal habe ich den noch geschlagen.
Ja, genau, so welche Potion-Flasks können wir da immer machen. Hier haben wir jetzt Regeneration zum Beispiel, ne? Wir könnten aber auch in den Nether gehen und mit dem Nether-Quarz da irgendwas machen, ne? So. Go with the flow. Ah, das könnten wir zum Beispiel machen. Portable Tank, ein Tank und ein Fluid Tank. Und dann können wir nämlich das dann immer machen, ne? Was braucht man denn für den? Ja. Creative Portable Tank, Seer Tank, warte mal. Portable Tank. Copper und Glas. Das geht doch. Ist doch nicht viel. Den Fluid Tank. Das ist Wood mit Copper und sowas alles. Und den anderen ganz normalen Tank ist Obsidian mit Glaspanels. Das geht doch alles. Ja. Und dann haben wir hier so eine. Ja, dann haben wir hier alle Flüssigkeiten, die wir dann nachher herstellen müssen. Ist auch nicht. Das ist zum Horden. Storage. Und was ist denn? Icy Fun. 100 Eisblöcke. Boah. Aber wie was ist das denn hier? Deshalb müssen wir dann so viel machen. Structural MK. Oh mein Gott, MK1. Warte, machen das hier. MK1. Da. Structural MK1 Dark Oakwood, genau. Mit Fences und den Dingern, da können wir die, glaube ich, upgraden. Sowas. Slots provided plus 1. Haben wir nicht sogar noch Fences? Dann können wir das nämlich vielleicht diese eine Quest noch machen. Und Storage Upgrade. Storage Upgrade. Da ist eine Better Barrel. Achso, und zwei Pistons. Genau, das war das Problem, was wir da nicht machen wollten. Nee, das dauert dann zu lang. Da denke ich, Bees and Trees ist wohl das nächste, was wir machen. Oder dieses Steel Power. Graveyard Soil oder Yellorium Dust. Wofür wird das benutzt? Harmful for undead, also wenn da Untote drüber gehen. Hm. Ich doch lieber die Silorium. Und wir haben schon mal 6 davon. Oh, einen guten Reward nur. Ah, den zweiten Schmetterling. So, tun wir dann mal hier diesen ganzen Müllchen, Kühlchen da rein. Oh, Haste, jetzt haben wir noch sowas. Magie. So, und als nächstes ist dann High Oven Cold. Okay. Wie machen wir das denn? High. Genau. Wie machen wir das denn hier? Ein Brick mit Seared Stone übermachen. Und das macht den dann. Ja, das geht doch. Also Bricks können wir machen und Seared Stone. Ja, gut. Müssen wir halt extra einschmelzen. Ne? Aber wir haben es ja. Ne? Ja, mehr. Seared Stone. Das könnte man machen, ne? Also dann könnten wir hier mindestens das nächste Mal hier diese Quest machen. So. Aber ich denke, ich sage zuerst mal Dankeschön und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.